Leute, heute zeige ich euch eine super leckere Beilage. Ich werde es heute Abend zu Kartoffelbrei und Gurkensalat essen, nämlich Haferschnitzel. Haferschnitzel werden richtig lecker, knusprig, braun, richtig tolle Bratlinge und alles, was ihr dafür braucht, ist, ja, Haferflocken. Tatsächlich, das war's. Ihr glaubt's nicht? Bleibt dran! Ich habe 250 Gramm Haferflocken abgemessen und gebe jetzt nochmal 250 Milliliter warmes Wasser dazu und rühre das Ganze einmal um. Ich prüfe die Konsistenz immer gerne erstmal und rein theoretisch ließen sich daraus jetzt schon Bratlinge formen, aber Hafer hat so die Eigenschaft, noch so nachzudicken und Flüssigkeit aufzusaugen. Das heißt, eure Haferbratlinge werden da ziemlich, ja, kompakt, nenne ich es mal. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen mehr Wasser dazu. Ich gebe jetzt noch mal 150 Milliliter dazu. Und das wirkt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen matschig wie Porridge, aber wie gesagt, der Hafer wird nachdicken. Und im Endeffekt war es das jetzt schon. Wir wollen noch ein bisschen Würze reinbringen. Ihr könnt jetzt einfach ordentlich salzen und pfeffern. Das ist die erste Variante. Oder ihr nehmt eine fertige Gewürzmischung für Bratlinge. Ich habe da jetzt was gefunden. Das schmeckt mir total gut. Nicht irritieren, auch wenn Fisch auch heute draufsteht. Ist für Bratlinge gedacht. Die ist richtig lecker. Die hat so eine leichte zitronige Note. Und davon gebe ich jetzt mal gut 2 kleine Teelöffel dazu und rühre das nochmal mit rein. Das Ganze lasst ihr jetzt 5 bis 10 Minuten stehen und dann könnt ihr auch schon braten. Es geht weiter, jetzt braten wir unsere Haferschnitzel. Dazu habe ich etwas Rapsöl in der Pfanne heiß gemacht und ich gebe jetzt mit 2 Löffeln immer wieder ein paar Kleckse in die Pfanne rein. Wenn die schon anfangen, an den Seiten trocken zu werden, dann könnt ihr die umdrehen. Meine Schnitzelchen sind fertig und es sind echt verdammt viele geworden. Und wie ihr seht, sie sind auch wirklich kross. Ja, ihr hört es jetzt vielleicht nicht, aber auch ein bisschen knusprig und so sollen sie sein. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Fertig ist unser Armbrot. Zu den tollen Haferschnitzeln habe ich noch einen Kartoffelbrei mit Gurkensalat gemacht. Ich hatte noch etwas Räuchertofu übrig. Das gibt dem Ganzen noch einen etwas speckigeren Geschmack. Und was ich euch empfehlen kann, ist die Schaschlik oder Zigeunersoße aus dem Rewe. Die schmeckt wirklich fantastisch dazu. Wir lassen es uns jetzt schmecken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao, ciao.